Moin zusammen, Henna ist am Start und heute schauen wir uns alles rund um das neue Set Zenith der Könige an, welches am Freitag rauskommt. Wir schauen, welche Karten sind in dem Set und welche Produkte lohnen sich zu Beginn. Let's go! Ja, nur noch wenige Tage, bis das Set offiziell released wird. Es gibt natürlich schon einige Openings auf YouTube und auch die Kartenliste ist ja mittlerweile schon bekannt. Wir haben richtig coole Karten. Ich würde in dem heutigen Video einmal durch die komplette Kartenliste gehen und wir würden uns dann im zweiten Teil auch noch darauf fokussieren, welche Produkte lohnen sich zu kaufen und wann werden diese entsprechend released. Es gibt ja verschiedene Release-Zeitpunkte, wie wir dann feststellen werden. Es erstreckt sich bis in den Mai, also von daher sehr, sehr breite Spanne und wir gehen dann gleich nochmal näher drauf ein. Fangen wir allerdings mal mit der Kartenliste an und ich habe hier mal die offizielle Kartenliste aus dem Buch, was immer in den ETBs mit dabei ist, herauskopiert. Die Qualität ist leider nicht die beste, aber es gibt die Karten ansonsten leider noch nicht in Englisch, noch nicht in der vollen Gänze. Werde aber in den nächsten Tagen ein Top 10 Video zu dem Set machen und da werden wir dann natürlich nochmal bessere Bilder dazu bekommen. Ja, fangen wir mal an. Auf der ersten Seite im Pflanzensegment ist sicherlich Leafeon ganz cool. Auch die Glurax hier sind sicherlich wieder mal Chase-Karten für den einen oder anderen und mit dem Radiant Charizard hier mit Sicherheit die beste Radiant-Karte. Ansonsten die Artworks, ja, man kennt sie ja aus dem japanischen V-Star Universe schon. Ich finde es okay, ein paar sind dabei, die ganz cool sind, aber in der Regel ja nicht das, was man wirklich gerne sammelt. Im Elektrosegment Zeraora vielleicht noch hervorzuheben und ja, ich denke, Mewtwo und Mew werden auch wieder Karten sein, die für den einen oder anderen interessant sind. Zwei sehr beliebte Pokémon und gerade das Mew auch immer recht spielstark. Bin mir nicht sicher, ob diese Karte jetzt auch wieder spielstark ist, aber in der Regel sind die Abschlusssets aus Japan eigentlich immer dafür konzipiert, um nochmal günstige, spielbare Karten, die ansonsten recht teuer in den eigentlichen Sets waren, nochmal zu reprinten und entsprechend dann der Spielergemeinschaft ja, für einen günstigeren Preis zur Verfügung zu stellen. Das ist auch immer eine Hauptintention der Sets gegen Ende einer Ära. Weiß nicht, was ihr von den Common-Karten denkt, könnt ihr ja gerne mal euren Favorite in die Kommentare schreiben und wenn es euch zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken, die Karten nochmal in Ruhe anschauen. Und wie gesagt, euren Favoriten gerne, gerne in die Kommentare. Ja, mit Zacian und Zamazenta sind das natürlich die beiden legendären Pokémon der Schwert- und Schild-Ära, die diese auch irgendwo geprägt haben. Gerade wenn man an das Base-Set denkt, waren die sehr, sehr präsent in Form der Goldkarten. Und wenn wir gleich auf die Produkte kommen, dann werden wir sehen, dass es nochmal die beiden dann auch in ihrer entsprechenden Shiny-Form geben wird, was, finde ich, ein sehr, sehr cooler und gelungener Abschluss der Produktreihe ist. Ja, hier haben wir die Rayquazas mit dabei, das Eternatus in Radiant, sehr, sehr cool, die Evoli-Karte für die ganzen Eevee-Hunter mit Sicherheit auch wieder interessant und was ich wiederum sehr, sehr cool finde, ist, dass es die Autogrammkarten hier in das Set geschafft haben. Die kennen wir ja vielleicht aus der ein oder anderen Milchtüten-Promopackung mit Mani. Und die anderen haben es jetzt nun auch in dieses Set geschafft. Ich finde die immer sehr, sehr cool. Und das Coole an den Karten ist, das sind sogar Holo-Karten. Also von daher, ich werde mir hier auf jeden Fall das Set an den Autogrammkarten zusammensammeln, weil ich das eigentlich echt cool finde. So, jetzt wird sicherlich schon spannender. Im regulären Set haben wir noch ein paar Full Art Trainerkarten. Die Waifu Hunter kommen da natürlich auch wieder auf ihre Kosten. Aber die Karten, die mich interessieren, sind natürlich die Friends in Sinnoh und die Friends in Hisui. Das, denke ich, sind zwei echt schöne Karten, die ich gerne zu meiner Sammlung hinzufügen möchte. Kleines Special mit den Energiekarten gab es dieses Mal auch wieder. Die haben Struktur, also sind angelehnt an die Energiekarten, an die Secret Rare Energiekarten aus dem japanischen V-Star Universe. Hatten wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Finde ich ein nices Gimmick, aber ja, muss man jetzt glaube ich auch nicht unbedingt haben. Und das
Mainset wird ergänzt um eine einzige Secret Rare Karte. Und das ist unser wunderschönes Pikachu. Wir kennen es ja aus der Fischer's Collector Box im Japanischen. Super, super teure Karte, 300-400 Euro derzeit. PSA 10 Preise, gar nicht von zu sprechen. Und ich würde auch vermuten, dass das die Chase-Karte sein wird, die am schwierigsten zu ziehen ist aus dem Set. Aber da werden wir uns dann nochmal überraschen lassen. Ja, was unsere Art-Rare-Karten angeht, haben wir hier ziemlich viele, die wir auch in Vista Universe finden. Ich glaube, fast alle sind sogar drin. Und die normalen Karten, ja, ihr kennt meine Meinung zum gelben Rand. Ich bin da kein Freund davon und deswegen freue ich mich schon sehr auf Scarlet Violet, wo dieser gelbe Rand endlich verschwindet. Weil die ganzen schönen Karten, finde ich, werden irgendwie ein bisschen herabgestuft durch diesen gelben Rand. Das macht den Kontrast irgendwie kaputt, finde ich. Und deswegen freue ich mich da sehr auf den Silberrand, den wir bald bekommen. Gerade die Karten, die wir in Vista Universe in dem God Pack drin haben, hier angefangen beim Riolu, die verlieren auch, finde ich, nochmal irgendwo an Glanz durch diesen gelben Rand. Wobei, zum Pikachu passt es wiederum ganz gut, weil die Farbe irgendwo matcht, aber ja, ich weiß nicht. Meine Tendenz geht eher dahin, Vista Universe als Master Set zu sammeln und weniger Zenith der Könige. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Cool wird es jetzt natürlich wieder bei unseren ja, Secret Art Rares, wie wir sie aus Vista Universe kennen. Angefangen mit dem Fulipurba, sehr coole Karte. Entei auch ikonisch, also ich denke, da möchte man auch wieder das Trio haben. Mit Suicune, mit Raikou, also das sind echte Chase-Karten. Die Evolutions sowieso. Und auch das Simisear ist irgendwie echt cute vom Artwork her. Also ich finde, es gibt so viele schöne Karten, die wir jetzt hier in diesem Segment an Vs, an V-Max oder an V-Star-Karten sehen. Echt richtig, richtig starke Karten. Eine der teureren wird wahrscheinlich das Mewtwo werden, wenn nicht sogar die teuerste Karte aus dem Pool der Secret Art Rares. Gerade auch, weil es das Gegenstück zum Glurak aus unserer Glurak OPC abbildet. Deoxys finde ich ganz cool. Seishun haben wir hier noch mit dabei. Auch ein cooles Artwork. Auf jeden Fall eine meiner Chase-Karten. Definitiv. Gehen wir weiter, sehen noch die letzten Artworks hier mit Samacenta, was derzeit ein bisschen beliebter ist als das Seishun in den Vorverkäufen bei eBay. Hat mich etwas gewundert, weil ich tatsächlich das Seishun schöner finde, aber ja, über Geschmack lässt sich ja streiten. Und den Abschluss macht dann das Hisuian Zoroark V-Star. Ohne Karte, die bei der sehr, sehr viel los ist, erinnert fast ein bisschen an das Giratina. Weil es richtig wild wird auf der Karte. Ja, und neben den Full-Art-Trainer-Karten aus dem Main-Set haben wir jetzt eben hier eben auch eine Galarian Gallery. Und ehrlich gesagt, mit dem Namen kann ich nicht viel anfangen. Weil irgendwie, es kommt ja hier nicht alles aus Galar. Also wir haben ja hier ganz, ganz verschiedene Trainer aus verschiedenen Epochen. Also irgendwie strange. Aber was ich wiederum cool finde an diesem Typ von Trainerkarten, wir haben nicht nur, wie vorhin gezeigt, unseren puren Trainer irgendwo drauf, sondern auch hier ist etwas mehr Charakter mit dabei. Also man sieht praktisch die Trainer auch in ihrer natürlichen Umgebung, wie sie arbeiten, was sie auszeichnet, was ihre Leidenschaften sind. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, deswegen werden diese Karten hier auch echte Chase-Karten werden für alle Leute, die gerne Trainerkarten sammeln. Teuerste Karte natürlich hier die Irida Full Art Trainerkarte, die im Japanischen ja mittlerweile schon mit ein bisschen Abstand die teuerste Karte aus Vista Universe ist und ich denke, sie wird auch bei uns die Top Trainerkarte sein, die man ziehen möchte. Und ganz am Schluss, ja, glaube ich auch für viele extreme Chase-Karten, die vier Goldkarten. Die V-Star, Goldkarten, Palkia, Dialga, Giratina und Arceus. Richtige Banger-Karten, Mega-Artworks. Also, wer die nicht ziehen möchte, weiß ich auch nicht. Ja, das soweit zu den Karten.
zu dem Set insgesamt, meine Meinung zu dem Set. Es wird nicht das beste Set der Schwert- und Schild-Ära, wie viele sagen. Für Sammler sicherlich attraktiv, aber wenn wir mal um die Nachhaltigkeit der Sets gehen, dann haben wir bei diesen Sondersets ja schon die Auffälligkeit, dass die Karten in der Regel sehr günstig sind. Angefangen Champions Path hat eigentlich die zwei Gluraks und ansonsten ist, glaube ich, keine Karte mehr wert als 15 Euro. Glänzendes Schicksal wurde auch so oft gedruckt. Wir haben ja auch nur das Glurak, was heraussticht. Also wir sehen eigentlich immer nur Gluraks in Pokémon Go. Derzeit eigentlich keine Karte über 50 Euro. Ja, von daher bin ich, was das Thema Nachhaltigkeit des Sets angeht, nicht so restlos überzeugt. Ich glaube, es macht Spaß zu sammeln, wenn die Pullrate auch einigermaßen ist. Wobei die scheint jetzt den Openings zu urteilen nach eigentlich sehr, sehr gut zu sein. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht, die Produkte aufzumachen. Allerdings sollte man auch nicht zu viel Geld dafür ausgeben, weil, wie gesagt, ich erwarte die Einzelkarten sehr günstig und vielleicht gibt es am Ende ein, zwei, maximal drei Karten, die irgendwie die 100-Euro-Grenze überschreiten. Also ich kann es mir, wie gesagt, für die Pikachu Secret Rare vorstellen. Ich kann es mir für das Mewtwo V-Star vorstellen und ich kann es mir hier gegebenenfalls auch für das Giratina in Gold vorstellen. Das ist so mein Gefühl zu einem Set, aber aus der Schwert- und Schildzeit bleibt Drachenwandel für mich das Set to go. Und wenn man ein Master-Set haben möchte, dann von Drachenwandel. Ja, switchen wir mal rüber zu den Produkten, die wir dazu haben. Angefangen jetzt am 20. Januar haben wir eigentlich drei Items, die released werden. Wir haben natürlich die ETB, wir sehen sie hier auch nochmal, mit Lucario obendrauf, auch mit der wunderschönen Lucario-Promokarte. Die finde ich sehr cool und ja, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, die ETB ist auch das Produkt, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn man Booster rippen möchte. Also hier definitiv holt euch eine ETB, geht derzeit ja irgendwo knapp 50 Euro, also schon nochmal 10 Euro unter UVP und deswegen holt euch definitiv hier eine Elite-Trainerbox. Die ETB Plus aus dem Pokémon Center, da ist ja für uns etwas schwerer zugänglich, gibt es nur in Amerika, UK oder auch in Japan im Pokémon Center. Für uns leider nicht bestellbar und ja, hat aber auch keinen großen Mehrwert, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu der ETB. Höchstens, wenn man sie für die Seal-Sammlung möchte. Und dann haben wir noch eine weitere Kollektion, die Regieleki bzw. die Regidrago V-Kollektion. Liegt derzeit um die 20 Euro. Hier hat man vier Booster Packs. Wir sehen sie hier nochmal. Eine V, eine normale Karte und auch wieder die Jumbo-Karte mit dabei. Ja, für mich ein Produkt, was ich skippen würde. Das ist auch schon das Line-Up, was wir jetzt in den kommenden Tagen bekommen werden, frisch zum 20. Januar. Alle anderen Produkte aus Zenit der Könige kommen dann erst später. Wir machen dann weiter mit den Minitins am 17. Februar. Minitins Preis-Leistung, glaube ich, nochmal ein bisschen besser sogar als die ETB. Aber ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, bei den Minitins müsst ihr einfach unheimlich aufpassen. Die Booster werden da so ein bisschen mit reingequetscht und ich verstehe nicht, warum man die Minitins nicht einfach ein Stück größer macht von der Company aus, damit die Booster hier auch ordentlich sitzen. Ja, hier zahlt ihr in der Regel 10, 11 Euro für zwei Booster. Echt cool, wenn man was rippen möchte. Gibt auch wieder verschiedene Tin-Artworks für diejenigen, die diese Artworks sammeln, die Minitins sammeln. Ja, kann man sich vielleicht auch sogar ein ganzes Display holen. Ich denke, da hat man wieder jedes Artwork zweimal. Und die Highlights sicherlich hier Leon mit Glurak oder auch Mani mit dem Morpeko. Weiteres Produkt, was noch im Februar kommt, ist die Pikachu VMAX Special Collection. Hier finden wir 5 Booster Packs mit dabei und die Korokoro Promo, die es jetzt auch im Englischen gibt. Im Japanischen ja schon länger mit dem Korokoro Magazin rausgekommen, haben wir jetzt das Pikachu zum einen in der Full Art Version hier und zum anderen in der Jumbo Version. Für die Pikachu Sammler eigentlich wieder ein ganz cooles Produkt, alleine zum Rippen. Ja, ist es wahrscheinlich etwas zu teuer und
Ich vermute ja auch wieder, dass die Promokarten super günstig werden. Also wenn es euch nur um die Promos geht, eher ein Skip. Im März, am 17. März genau, haben wir dann noch die Regular Tins, die dann mit rauskommen. Diese beinhalten 5 Booster und eine Full Art Promo mit den Galar-Vögeln. Wir sehen die hier. Das sind noch fehlende Artworks aus der Art Gallery, aus Vista Universe, Galarian Gallery, wie es bei uns heißt. Definitiv coole Promokarten. Könnten wir auch vorstellen, dass die ein paar Euro kosten werden, allerdings auch nicht exorbitant viel. Und wenn wir mal gucken, was ist der Preis hier? $25, also ich schätze mal bei uns vielleicht 29,99 für die 5 Booster, dann werden die Galar-Vögel so bei 2, 3, 4 Euro irgendwo dann wahrscheinlich als Singles verkauft werden. Ja, macht wahrscheinlich hier auch wieder Sinn, die Karten sich einzeln zu holen. Der April ist unser vorletzter Zeitpunkt, an dem nochmal Produkte released werden. Wir haben hier Rillaboom, Cinderace und Inteleon, praktisch die Starter-Entwicklungen, damit die Starter auch nochmal ein bisschen Credits bekommen aus der Schwert- und Schild-Ära. Wir haben hier 3 Booster-Packs für $15. Kommt drauf an, ob die Box jetzt bei uns 19,99 kosten wird, dann eher weniger interessant. Und ja, ich meine auch die Promokarten, wir sehen es hier, sind wieder regular Holo-Karten. Man hat noch einen Pin dazu, das heißt für die Pin-Freunde hier auf jeden Fall nochmal was Interessantes mit dabei. Aber ansonsten auch hier Einzelkarten holen und die Produkte mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis rippen. Ja, auch wieder eine Kollektion mit Spielmatte hat sich hier rein verirrt. Wir haben Morpeko V Union, also wie die V Union Box hier dabei, 5 Booster. Wir haben die 4 Morpeko V Karten. Wo haben wir sie denn? Hier. Ja, zum Vervollständigen, ich weiß nicht, seid ihr Fan der V Union Karten? Ich bin es definitiv nicht, also für mich werde ich diese Box auch wiederum skippen. Gibt noch eine Jumbo Karte. Das macht es eigentlich wieder ganz cool. Da sieht man zumindest das gesamte Artwork. Aber mir haben damals die Legend-Karten schon nicht gefallen und genauso wenig tun es die wie Union-Karten für mich. Und dann im Mai, am 5. Mai, um genau zu sein, kommt für mich nochmal ein Highlight. Wir haben hier nochmal die Premium Figure Collection mit 11 Zenit-der-Könige-Booster und mit einer richtig, richtig starken Promokarte. Wir sehen es hier auch nochmal. Die Werbung, wenn die Werbung weg ist, sehen wir hier auch nochmal die Shiny Zacian Box. Sehr cool. Wir haben hier sogar Sleeves dabei. Wir haben 11 Booster. Wir haben einen Pin, eine Figur und die Shiny Zacian Karte. Und ihr wisst, ich bin Shiny Sammler durch und durch und deswegen ist das ein Produkt, das muss ich unbedingt haben. Sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Egal, Zacian, Zamazenta sind, glaube ich, beides Produkte, die man haben möchte. Und ja, ich kann nur sagen, diese Produkte werde ich mir noch holen im Mai. Bin gespannt, wie das Interesse dann im Mai sein wird, weil wir, ja, wenn wir im Mai sind, sind wir ja schon mittendrin in Scarlet Violet. Und da bin ich dann nochmal gespannt, wie sich die Preise dann da entwickeln und wie viel Interesse dann tatsächlich noch an Zenit der Könige da ist. Ja, soweit mal ein Roundup zum aktuellen Set. Zenit der Könige kommt, wie gesagt, in den nächsten Tagen in die Läden. Mein Fazit, ich finde es ein cooles Set. Ich glaube, für Sammler genau das Richtige. Hier kann man auch wirklich Spaß beim Rippen haben, sofern die Pullrate einigermaßen okay sein wird. Die großen Chase-Karten habe ich genannt. Mit Sicherheit das Giratina in Gold, das Mewtwo V-Star als Secret Art Rare und die Pikachu Secret Rare aus dem Mainset. Ja, soweit meine Meinung zu dem Set. Lasst mich eure gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen. Lasst gerne ein Abo da. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.